Hey, guten Morgen in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo. Hinter mir sieht man den Buhlplatz. Das ist diese grüne Wiese neben der Sitzbank. Und das ist etwas zugewuchert. Hier spielen zwar regelmäßig Leute, zum Beispiel von der ZKW. Aber ich denke, dass bei dem Areal etwas passieren darf. Ich habe auch Rücksprache gehalten mit der Stadt Herzberg und da mich telefonisch erkundigt, ob ich hier ein bisschen für Ordnung sorgen darf, um dann halt hier das Kraut zu entfernen und zu entsorgen. Und da habe ich ein Okay bekommen. Und ich glaube, an einem Tag werde ich es nicht schaffen, aber ich mache halt hier jetzt einfach erstmal so eine Vorher-Nachher-Aufnahme und ich hoffe, dass ich das dann vielleicht auch mit mehreren Einsätzen auf die Reihe bekomme. So, vorher aber noch einmal ein Rundumblick, damit man halt auch sieht, hier vorne, da wo das Gras ist, darum geht es. Hinten sieht man auch eine kleine Kante, bis dahin will ich das so ein bisschen entfernen. Rasenmähen will ich natürlich nicht, sondern es geht nur um den eigentlichen Bereich zum Spielen hier am Jüß, wo viele Gäste vorbeikommen. Ich wünsche mir einfach, dass das ein bisschen ansehnlicher und einladender ausschaut, insbesondere, weil ich hier natürlich auch noch dann, wenn das fertig ist, Fotos machen möchte und da freue ich mich halt schon drauf, dass ich dann hier für den Platz damit halt auch noch ein bisschen was machen kann. 16:30, ich glaube für eine Tätigkeit für einen Tag ist das eigentlich ganz gut. Lief also perfekt, es hat nämlich nicht geregnet, das war meine größte Sorge. Also die Gewächse wurden weggehackt, dann wurde die Erde, die da weggehackt wurde, gesiebt. Das Zeug habe ich einen Haufen gemacht und mit der Stadt telefoniert, die holen das morgen ab. Und die Erde habe ich dann einigermaßen gleichmäßig wieder verteilt. Ich gehe davon aus, dass die Bootspieler, die hier normalerweise auch donnerstags regelmäßig spielen, sich das noch so zurecht machen, dass sie dann auch perfekt ihrem Spielvergnügen nachgehen können. Ja, und das war dann mal einmal die Buhl-Aktion in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Urbo. Und ich mache noch einen Gesamtüberblick. So, hier sieht man nochmal den Haufen mit noch ein bisschen Erde dazwischen. Das ist also gesiebt worden, damit die feinere Erde mit der Hake auf dem Areal des Buhlplatzes am Jüß in Herzberg nochmal verteilt werden kann, damit es halt auch eine einigermaßen eine Fläche ergibt. Da bin ich also mit der Hake drüber gegangen und hoffe, dass es funktioniert. Ist alles noch ein bisschen locker, weil das jetzt natürlich auch sehr feine Erde ist. Da hinten wird es nochmal sonnig. Ich habe Glück gehabt, zwischenzeitlich sah es nach Regen aus. Jetzt kann man hier wieder supidupi Buhl spielen. Der Sommer kehrt ja hoffentlich zum Ferienende wieder zurück passend. Und dann werden hier auch wieder die Leute aktiv am Jüß sein und ganz gemütlich jetzt hier Buhl spielen können. Ich wünsche dabei ganz, ganz viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.